der Lübner. Wir sind morgen in Würzenich, Wolf und Wolfke. Und ich begrüße Sie wieder ganz besonders herzlich in den letzten Führmannschaft der Roten. Marschieren hier zum ersten Mal auf die Funke Benz, ein dreifaches Kölle! Funke! Kölle! Ja, und hier gibt das schönste und leckerste, was die Rotfunke hat. Das ist unser Funke Marische mit ihrem Tanzoffizier. Und sie haben zum zweiten Mal die Goldmedaille im Kölnischen Fasseleer gewonnen. Denn dieses Tanzpaar ist zum besten Tanzpaar in Köln gewählt worden. Auf unser Tanzpaar ein dreifaches Köln! Ja. Rotfunke! Ja. Köln! Ja. Ja, und hier haben wir natürlich auch ein ganz tolles Paar. Ihr erkennt sie alle. Ich darf sie herzlich begrüßen. Die erste Bürgerin unserer Stadt, Henriette Rejeker. Mit unserem Funkenpräsidenten Heinz-Günther Hunold, die Lage von der Hülle vor. Und die Verwege hätte ganz tolle Spitzname, der hieß Agrippina Courage. Schön, dass ihr hier seid. Und hier sehen wir das stolze Offizierskorps der Roten Funken mit dem Funkensprecher und Chef der Kreisverklasse Kölle, Alexander Röhrs. Schön, dass ihr hier seid. Hier neben mir steht jetzt hier ein ganz wichtiger. Das ist der Senatspräsident der Kölsche Funke und Wies, Hans-Willi Fahnenbrock. Schön, dass du hier bist und seh dich mal dem Volk hier auf dem Nymat. Ja, und dann kommen die Staatsfunker Funke mit dem Fürstand. Und dann natürlich nicht zu vergessen, die Knubbelführer. Der Mann vom ersten Knubbel, der ist in diesem Jahr neu gewählt, ist der Konstantin Provost. Dann der Knubbelführer vom zweiten Knubbel auf Mehrheit, das ist die Penn. Und der Knubbelführer vom dritten Knubbel, das ist der Boris Müller et Gerisch. Und dann haben wir natürlich noch den Wohlfühlknubbel, unserem neuen General, der ist, so viel ich weiß, im Knubbelzelt. Herzlich begrüßt, Detlef Sieg, unsere Fress alles. Ja, und hier kommen dann noch die Staatsrude Funke, ein nie aufhörender langer Tross, die alle sich freuen, hey Hück, auf dem Nymat mit dabei zu sein und alles zum Besten gegeben. Rufmus, ob das Staatsschmölzje ein dreifaches Gölle, Rudfunke, Gölle. Ja, lieber Herr Präsident, die Funkenwache steht schon parat. Wir haben alle die Decke und niemand ein Gläscher Bäuche getrunken, dass wir in guter Stimmung sind. Ja, und hier sind so jetzt gefühlte 7.770 Jecke, die sich jetzt freuen, wie du dann die nächsten zwei Stunden durchs Programm führen wirst. Ich darf dir jetzt das Mikrofon überreichen zur weiteren Moderation des Biwaks. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Willi. Ein leichter Rauch liegt auf meiner Stimme, aber das ist diese kurze Session. Lieber Jäcker Mühlmann, wir werden heute feiern und er hat gesagt zwei Stunden. Ich meine, es wären vier, aber
Das werden wir gar nicht mehr. Kalt ist überhaupt nicht schlimm. Kalt ist schön. Kann man mal enger zusammenrücken. Ist der Fass drauf. Und Profipass. Da müssen wir auf geht's. Hallo und herzlich willkommen. Und wir sagen die Kölsche Funkprofis. Zu ihr von all der Jecke. Also das seht ihr, die heute unsere Gäste am Funken-Biwak sind. Und natürlich zu ihr von unserer Oberbürgermeisterin im Moment im Dienst der Roten Funken, Agrippina Courage, wird präsentiert. Opipass, welche Wörtchen präsentiert die Kuss? Opipass, da müssen wir lief. Die nächste Präsentation geht nach Arizona. Spezieller gesagt nach Wickenburg. Zu ihr vom Oberbürgermeister von Wickenburg. Ich weiß ja nicht, ob die eine Oberbürgermeister haben oder eine Bürgermeister haben. Er hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Also Oberbürgermeister Everett Sickles and his wife. Make we a presentation more. Opipa, hat er verstanden? Ne? Ich weiß nicht, was ich sagen. Wenn Steffen Fötsche präsentiert die Klamüs.